Laufen kann jeder. Ist das so? Oder muss ich laufen lernen? Laufen kann jeder und das im Prinzip überall. Mein Name ist Philipp Flieger und heute geht's um die richtige Lauftechnik. Klar, nicht jeder Läufer hat den perfekten Laufstil, aber je effizienter der Laufstil, desto weniger verletzungsanfällig ist man. Dazu gehört aber nicht nur das Training des eigenen Laufstils, sondern auch, dass ich mir das Training richtig einteile und nicht übertreibe. Die richtige Ausstattung und das Training relevanter Muskelgruppen. Doch zurück zum Laufstil. Starten wir mit den Armen und den Schultern. Was kann man alles falsch machen? Ja, da gibt es natürlich einige klassische Fehler, wie zum Beispiel die Schultern zu weit hochzuziehen. Oder die Arme zu eng am Körper zu führen, was oft dann in so einer nach außen gedrehten Bewegung endet. Arme vor dem Körper verschränken ist natürlich auch nicht gut, ist nicht gegen die Laufrichtung, ist ineffizient. Lokomotive habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, nicht machen. Arme hängen lassen, auch wenig sinnvoll. Ne? Bei der Laufbewegung sollten die Arme ungefähr die Frequenz natürlich der Beine aufnehmen. Ideal wäre ein 90-Grad-Winkel der Arme parallel zum Körper geführt mit einer leicht offenen Faust. Und so laufen wir jetzt mal los. Weiter geht es mit der richtigen Rumpfausrichtung, sprich Hüftstreckung. Ihr kennt bestimmt den Typ Läufer, der ganz gerne mal so ein bisschen absitzt mit der Hüfte, sprich irgendwo hier unten läuft. Und auch wenn man denken mag, dass das vermeintlich effizient ist, weil der Körperschwerpunkt nah am Boden ist, ist das eben nicht der Fall. Denn wenn man schnell laufen will, ist eine richtige Hüftstreckung extrem wichtig. Und das sieht so aus. Kommen wir nun zum Kniehub und dessen Bedeutung für einen effizienten Laufstil. Kniehub ist wahnsinnig wichtig, um einen raumgreifenden Schritt zu bekommen. Also, das heißt, mit einem hohen Knie mehr Schrittlänge und mit mehr Schrittlänge automatisch auch mehr Ferse Richtung Gesäß. Das bedingt sich immer gegenseitig. Wenn ihr das Knie nur halb hoch macht, ist unmöglich, dass Ferse Richtung Gesäß kommen kann. Wenn man schnell laufen will, ist das aber wichtig. Also immer hohes Knie und damit automatisch auch Ferse Richtung Gesäß. Zum Schluss möchte ich noch auf den optimalen Fußabdruck und die optimale Landephase eingehen. Da gibt es natürlich ganz viel Hype um Vorfußlaufen und dass Fersenlaufen irgendwie gesundheitsschädlich wäre. Das möchte ich ein bisschen einfangen. Ein Fersenlaufstil muss nicht zwingend schlecht sein. Es hängt ein bisschen davon ab, wo tritt der oder diejenige auf. Wenn man natürlich wahnsinnig weit vor dem eigenen Körper in der Laufbewegung auftritt, dann ist das natürlich nicht optimal. Es ist weder energetisch optimal, weil es entgegen der Laufrichtung die Kraft dann wieder auf dich wirkt. Und es ist natürlich auch für die Hüftgelenke nicht ganz optimal. Vorfußlaufen wird gerne deswegen auch als sehr effizient genannt, weil es immer damit verbunden ist, dass man den Körperschwerpunkt nahezu am Optimum trifft. Und das entsteht dadurch, dass man sich eher in einer nach vorne fallenden Bewegung befindet, so wie das jetzt ungefähr aussehen soll. Das sind meine Tipps für einen guten Laufstil. Ich hoffe, du konntest für dein Training ein bisschen was mitnehmen. Sei auch du bei der nächsten Folge Fitwoch bewusst bewegen wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich. Ach so, wenn du keine weitere Folge verpassen willst, dann lass uns gerne ein Abo da und auch über ein Like würden wir uns natürlich freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Philipp.